Hallo, wir sind die Neuen. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Mehrfach, war ja nicht zu überhören. Ja, ja, schön, dass wir uns mal kennenlernen, Katharina, Barbara, Thorsten. Ihr drei seid echt erfahren in puncto WG, ein eingespieltes Team. Ja, aber sowas von. Wir haben schon mal zusammen gewohnt als Studenten und kaum sind 45 Jahre vorbei, machen wir das schon wieder. Wir sind quasi Profis. Ja, und das wollen wir jetzt alle 45 Jahre mal wieder probieren. Das war nur ein Witz. Darin sind wir auch Profis, im Witze machen. Besonders der Johannes, der ist echt zum Wegschmeißen. Tja, das waren also abgefahrene Zeiten damals, Leute. Ja. Ja, war ja auch noch gar nicht üblich, in der WG zu wohnen, ne? Ja, also, wir haben uns vorgenommen, die wichtigen Dinge gleich direkt anzusprechen. Wir können euch nicht helfen. Und das sagen wir ganz deutlich und sofort, damit es keine falschen Erwartungen gibt. Wir sind einfach nur Nachbarn. Nachbarn, die man nett im Treppenhaus grüßt und ansonsten in Ruhe lässt. Was meint ihr mit helfen? Naja, mal was Schweres tragen, mal was aus der Apotheke holen, mal was im Handymenü erklären, all solche Sachen. Also in unserer jetzigen Situation können wir das einfach nicht leisten. Dankeschön. Das mit der lauten Musik beim Einzug. Ja, gut, komm, das lassen wir euch jetzt nochmal durchgehen. 3.50 Uhr. Wir sind zu laut! Ich bin stolz auf euch, Pocky People! Rumsitzen und Gesellschaftsspiele spielen. Das war noch nie unsere Vereinbarung. Oh mein Gott, man muss tanken. Warum habe ich das vergessen? Wieso hört man mit allem auf, das Spaß macht? Wieso? Disco-Fan, ne? Aber schön war's trotzdem. Vor allen Dingen der Gin-Tonic, den die da machen. Also ich fand's toll. Du hast wieder so ausladend getanzt, so selbst zu vergessen. So windmühlenartig, das sah damals schon scheiße aus. Ich mach die ganze Bude voll. Wir kochen, wir reden, wir trinken. So wie früher. Alt für das viele Feiern? Oh, man ist so alt, wie man sich fühlt. Ja, Kalenderspruch 37. Das könnt ihr euch jetzt schön reden oder schön trinken, wie die letzten Nächte auch. Aber mal im Ernste. Wir sind keine Gleichgesinnten. Wir sind die Ablösung. Die Ablösung ist da und sie wohnt über euch. Als kleines Sinnbild dafür, dass das Festhalten an der Jugend nicht in die Jugend, sondern in die Lächerlichkeit führt. Weißt du was? Ich glaube, wir überlegen uns das nochmal, ob wir wirklich nett sein wollen. Eddie. Was hat er denn? Irgendwas mit dem Rücken. Der saß auf dem Stuhl und plötzlich hat er geschrien. Wir dachten, der stirbt. Ja, Kalenderspruch 37. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Man fühlt sich so jung, wenn man diese solidierten Studenten sieht. Ja, ich gehe jetzt echt noch eine Runde joggen. Kommst du mit? Nee, danke, lass mal gut sein. Wo hängt's denn? Örecht, Wahlrecht,
Baurecht, Versammlungsfreiheit, es hängt überall. Es ist zu viel, es ist zu groß. Oder mein Kopf ist zu klein, ich weiß es nicht. Es ist zu groß für meinen kleinen Kopf. Lass uns hochgehen, ich schau mir das mal an. Du hast deinen Scheißpulli vergessen, du verficktes Arschloch! Kann man irgendwas für dich tun? Aber bin ich in der falschen Wohnung oder nicht? Jetzt hör auf zu heulen, ja? Was ist los? Ach, lass die! Hör endlich auf zu heulen! Du sollst mich nicht immer so anschreien, du Blödsinn! Was hat sie denn? Liebeskummer! Ach, mein Mama! Wieso fotografierst du denn unentwegt den Herd? Das geht dich einen Scheißdreck an. Das stimmt, geht mich überhaupt nichts an. Ja, der war an. Der Herd. Heute Morgen. Und wenn der an war, dann muss man dafür sorgen, dass er auch wieder aus ist. Und wenn man sich da nicht ganz sicher ist, dann fotografiert man den eben, dass man nicht immer nachsehen muss. Das, wonach es aussieht. Ich wüsste jetzt nicht, wonach das aussehen soll. Willst du was von mir? Ich gerade nicht. Kann ich mich nicht einfach zu euch legen, während ihr euch einfach weiter unterhaltet? Nein. Hier, oder? Halt. Halt, ich hab nur ein Bett. Also, schon okay. Kein Problem für mich. Der wird sich doch nicht in mein Bett legen. Der hat sich in mein Bett gelegt. Also wenn die alle so sind, kriege ich langsam Angst um meine Rente. 40 Jahre alt. Wo habt ihr das her? Schaut mal, damals hatte Eddie noch Haare. Ja, wo Gedanken wollen walten, können sich keine Haare halten.